Hallihallo, ihr Lieben da draußen. Herzliches Willkommen heute hier bei LS22, die Dream, dem Nostalgie-Projekt im Farming Simulator. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, und wir wieder ein bisschen farmen zusammen. Zusammen heißt natürlich auch wieder mit der lieben Nicole, a.k.a. Laura Schuster. Moin, moin. Moin. So, wir sind jetzt gerade mal ein bisschen am Silo noch zusammen unterwegs. Was machst denn du? Ja, du fährst an den Schrank. Wenn du wegfährst? Ich bin nicht gefahren. Wieso fährst du? Ja, weil du an den Schrank gekommen bist. Du bist an mir hingetrieben und hast mich weggeschoben. Ich fahre die ganze Zeit hinter dir und es hat doch genau gepasst. Ja, guck mal. Du hast jetzt... Ja, weil du rüber gefahren bist jetzt irgendwie. Nee, weil ich mich gedreht habe und du bist an den Schrank gekommen. Ja, du hast dich vorhin die ganze Zeit gedreht und ich habe dran vorbeigepasst. Du bist gerade zurückgefahren, als ich nach vorne gefahren bin. Ja. Du, hab ich auf dem Video. Kannst du dir angucken. Weiß ich aber nicht, warum das Ding hier fährt. So, haben wir die drinne schon. Ja, ist fast voll. Wieso fährt denn das oben? Lukas Puh, moin, 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 Lukas, na, alles gut? Herzlichen guten Abend. So, gut. Jetzt gucken wir nochmal, wie voll es jetzt ist. Bei mir alles bestens. Jo, danke der Nachfrage. Bei mir ist alles bestens. Sind hier gerade ein bisschen am... Nö. Sind hier gerade ein bisschen am Silo verladen, meine Lieben. Mehr geht nicht rein. Bin aber nicht voll. Nö, ja, gut. Ladegewicht? Nö. Doch. Nein. Ist nicht voll. Es geht nicht mehr rein. Ich bin doch schon am Fahren. So, gut. Jetzt, meine Lieben, kriegen wir natürlich richtig viel weg. So. Jetzt gucken wir mal hier. Einmal Speck. Zweimal Speck. Oh, jetzt geht's aber richtig. Hä? Ah, warte mal. So. Gut, bin wieder auf dem Weg. Eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Wenn wir das jetzt im Akkord machen, dann wäre es ja eigentlich so, dass wenn ich das Abladen fahre, du schon mit dem Traktor nachputzen kannst. Ja. Oder ranputzen kannst. Weil so wurde es früher in, also wirklich auch gemacht. Das kenne ich noch so von meinem Vater auf Arbeit.
So, ich bin tatsächlich sogar schon wieder da. Ja, ist doch ein ganz schönes Stück ran. Scheiße, ich komme ja nicht aus dem LKW raus. So. Ich fahre dir schon mal wieder auf Punkt hin. Weitermachen? Nee, mach nur. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich hier draußen mal ein bisschen zusammenputz. Wo steht hier unsere Schaufel eigentlich? Schaufel? Hm. Die ist hier am Traktor dran. Nee. Die andere Schaufel, wo sind die? Andi, Mensch, schön dich mal wieder zu lesen bei mir im Chat. Vielen, 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 vielen Dank. Yeah, yeah, yeah. Herzlich willkommen an die neuen Zuschauer. Vielen Dank für deinen Raid. Ich freue mich sehr. Ja, moin, moin an alle. Cool, cool. Herzlich willkommen. Freue mich, dass ihr dabei seid. Dass ihr wieder mit da seid. Jawohl. Wie war's drüben? Hat Spaß gemacht? Bestimmt. Bei Andi eigentlich immer, oder? Ah, hier ist meine Schaufel. Hier ist die Schaufel. So, moin, moin. Na, was habt ihr Schönes gemacht drüben gerade? Also wir sind gerade im DDR-Geschehen. Wir sind im Story-Let's Play, also heißt jetzt so ein bisschen RP, aber jetzt nicht so zwingend. Deswegen dürfen wir uns auch ein bisschen unterhalten. Ja, wurde mal wieder Zeit, ja, da hast du recht. Ich hau dir wieder mal einen zurück, definitiv. Danke dir. Cool, cool. Ja, was habt ihr Schönes gemacht? Habt ihr auch LS gemacht, oder was? So, ich will nämlich hier mal gerade so ein bisschen zusammenputzen hier. Ich muss mal gucken, wie die Schaufel gleich ging. Das ist ein bisschen tricky, wisst ihr? Ah, Karotten. Also habt das neue DLC mal gemacht. Das mache ich nachher gleich im Anschluss an DDR noch. Da gehen wir auch mal rein. Ja. Kannst du mal bitte ein bisschen vorfahren? Kann ich machen, oder? Jetzt liegt die Schaufel dort. Ich drehe gleich am Rad. Gut. Danke. Ja, nee. Karotten ernten. Und hat Spaß gemacht, oder was? Karotten ernten? Jo, wollte mal testen, die Fahrzeuge sind aber nicht so, der Brille nur eine, so für Spuren dauert ewig, sag ich. Ja, das, ja, ich weiß, das dauert schon ein bisschen. Also ich habe ja jetzt das Ding vorgeschaltet, also ich habe ja mal einen First Look gemacht. Was ich halt geil finde, ist die Karte. Die Karte ist schon nicht schlecht. Alles klar, Basti, geht seinen Gang. Also die Karte ist schon eigentlich ganz geil, Zilonka, weil endlich mal ein paar alte Texturen, wisst ihr? Ein paar Texturen, die auch mal ein bisschen kaputt sind und sowas, ist nicht alles so steril. Ist eigentlich ganz geil, muss ich sagen. So. Genau. Okay.
So. Nee, schön. Nee, und wie gesagt, wir machen ja hier gerade wieder unser DDR-Projekt. Ja, und das sind wir in der dritten, letzten Folge jetzt. Und danach geht's dann einmal aufs DLC. So, meine lieben YouTuberinos, so kann's gehen, ne? So ist es, wenn jemand raidet. Freue ich mich sehr. So. Stellen wir die mal hier hin. Ach, die geht wieder hin. Die geht wieder hin, nicht hinzustellen. Dann legen wir die mal hier hin. So. Gut. So. Wie weit sind wir denn jetzt? Ist bestimmt ganz schön voll schon, oder? Oh ja. Ja, fahr mal vor. Gut. So. Naja, sieht doch ganz gut aus hier schon. Ist doch ganz schön weit. Ist doch ganz schön weit. Der nimmt halt wirklich immer schön viel rein, ne? Ja. 3000 ist schon nicht ganz schlecht. Ja. Stimmt. So. Da, hart. Ja, 6% sind drin bis jetzt. Ja, vorne geht halt nicht mehr rein. Ja. Das ist das Problem. Ich weiß nicht warum. Ja, kann schon sein, dass vorne maximal voll ist. Keine Ahnung. Also Gefühl ist nicht da, muss ich sagen. Mir wurde mal gesagt, Frauen haben keine Gefühle. Das hatten wir schon mal, das Thema letztens. Das hat mir ein Lehrer in meiner ersten Ausbildung gesagt. Wie man sieht, hat er recht. Ich habe den Lehrer immer gemocht, auch nach der Aussage. Darf ich runterfahren? Ja. Warum? Weil ich keine Lust habe, das nochmal zusammenzuputzen. Geschehen. Klar. Aber nicht Laro. So, da putzen wir hier das Zeug noch dran. Dass die dann weitermachen kann. So wurde das übrigens früher auch gemacht. Also wirklich volle Pulle.
zumindest wie gesagt bei meinem Vater im Betrieb. Da wurde nicht so auf. Also mein Vater, der hat immer drauf geachtet schon, dass dass Maschinen gepflegt wurden, ne? Also nicht, also pfleglich behandelt wurden. Aber seine Mitarbeiter, die haben da nicht ganz so drauf geachtet. Ach nee, ich muss ja hinten ja. So. Und auf die Seite hier. Genau. So ein bisschen ranputzen, das ist nicht das Riesending. Müssen wir bloß mal gucken, ob ich das jetzt hier am Rand wegkriege. Ah, du wirst lachen, wir sind schon ganz schön weit dran. So viel ist es gar nicht mehr. Ja. Das sind noch 107.000 Liter mehr, nicht? Dann sind wir eigentlich ziemlich durch. Weißt du? Absolut. Ich will immer noch fertig werden. Wow. Ach, das ist scheiße, wenn ich so nah am Rand stehe. Wer? Ja, hier mit dem Bagger. Ja. Also mit dem Ärschel, wenn ich hinankomme. So, kannst du wieder ein Stück vorfahren? Ist ja schon voll der W50. Es geht nichts mehr rein. Brauchst du, nicht aus, du brauchst den nicht ausmachen, wenn du hier herfährst. Oh, dann war das auszusehen. Ja, dann war das auszusehen. Den kannst du im Endeffekt schon gleich anlassen. Ja, das war auszusehen. So. Was ist denn mit der Schaufel nicht richtig? Also mal ganz ehrlich jetzt. Ja, nur 6%
Gut, mal erstmal ein bisschen rangeputzt wieder. Und wir sind sowieso durch, meine Lieben, für heute. So sieht's aus. Lasst gerne ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, bis auf Weiteres sind wir erstmal in der nächsten Folge wieder mit euch dabei. Und schreibt auch gerne in die Kommentare. Bis dahin, macht's mal gut. Wir sind raus. Tschüss und ciao. Tschüss.